Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Ich habe dich im Auge von Ramona Paul mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar im Rahmen einer Leserunde auf Lovely Books lesen. Bitte beachtet Triggerwarnung, in dem Buch geht es unter anderem um Stalking. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Ich habe dich im Auge von Ramona Paul mitgebracht. Ich durfte das Buch im Rahmen einer Lovely Books Leserunde lesen. Ich finde das Cover sehr interessant. Man sieht hier im Prinzip nur dieses Auge, aber in der Pupille, oder ja, auch in der Pupille, sieht man noch eine Figur, noch eine Frau. Ich zoome da mal ran. Ich hoffe, dass ich das euch dann auch zeigen kann. Seht ihr das? Da ist eine Frau drin. Und das ist diese, ja, beobachtete Frau. Und das finde ich sehr interessant, wie das gemacht wurde. Weiter geht's. Also das ist das Cover. Der Rücken. Und der Klappentext. Und für den zoome ich euch jetzt natürlich auch wieder ran. Nur gucken, wie ich das am dümmsten hinkriege. Ich bin ja nur so mäßig begabt beim Zoomen. So. Ich hoffe, das passt jetzt so einigermaßen. Klingt interessant, oder? Alessa wird verfolgt. Sie spürt die Blicke. Und dann wäre da ja auch noch die Sache mit den Briefen. Doch was will diese Person von ihr? Und vor allem, wer ist es? Ihr Ex Chris, der sie schon einmal gestalkt hat? F. Punkt, der gut aussehende Mann aus dem Fitnessstudio, dessen vollständigen Namen sie vergessen hat? Ihr neuer Nachbar, den sie kaum jemals zu Gesicht bekommt? Oder jemand ganz anderes? Wie weit wird der Stalker gehen? Und welchen Schaden wird er Alessa zufügen? Stalking ist ein großes Problem. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Und wie bei uns kann man von der Polizei nicht viel Hilfe erwarten. Bis nicht etwas passiert ist. Als etwas passiert ist nicht gemeint, dass man verfolgt wird oder gruselige Briefe erhält, sondern man muss schon körperlich angegriffen werden. Dumm nur, wenn man nicht sicher weiß, wer der Angreifer ist. In diesem Fall, richtig, kann man nicht viel tun. Man erlebt mit Alessa gemeinsam, wie man sich als Stalking-Opfer fühlt, wie man an sich selbst, seinen Instinkten und Gefühlen, seinem Gedächtnis und einfach in allem zweifelt, welche Auswirkungen es hat, wenn einem das Sicherheitsgefühl genommen wird. Im Verlauf des Buches gibt es x Verdächtige. Irgendwann verdächtigt man buchstäblich jeden. Das macht es interessant, aber ab einem gewissen Punkt auch etwas unübersichtlich. Mir war Alessa durchaus nicht unsympathisch. Sie war ziemlich kontrolliert und auf ihren Job fixiert, was mit ihren Eltern zu tun hat, die sehr leistungsorientiert sind. Zu den anderen Charakteren äußere ich mich aber nicht. Ich will ja nicht spoilern. Ich fand das Buch durchaus spannend und interessant. Allerdings konnte ich manche Handlungen nicht wirklich nachvollziehen. Besonders von Alessa ab einem gewissen Punkt, weil sie sonst immer so logisch und überlegt handelte und plötzlich das Gegenteil tut. Das passte für mich leider nicht zusammen. Die Auflösung fand ich einerseits sehr gut, weil ich etwas ganz anderes erwartet hatte. Aber für meinen Geschmack waren zu viele Klischees involviert. Mir war das etwas zu drüber. Zudem aber gab auch hier für mich nicht alles Sinn. Was mich zudem gestört hat, war der Schreibstil. Es gab regelmäßig Satzbaufehler und Sätze, die ich als sehr krumm empfand. Dazu kam dann noch die recht häufige Verwendung von sagte statt entsprechender Synonyme. Das habe ich persönlich leider sehr gestört. Von mir bekommt das Buch ganz knappe 3 Sterne, weil ich rund die Hälfte des Buches inhaltlich wirklich gut gemacht fand. Aber mehr war für mich leider nicht drin. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!